Hallo und ein herzlich willkommen hier aus dem Studio Breisach. Mein Name ist Mike Bock. Ich bin Inhaber der Mike Bock Film und des Studio Breisach. Seit über 10 Jahren darf ich für Sie hier Videos am Kaiserstuhl produzieren. Seit ungefähr 1,5 Jahren haben wir für die optimale Produktion auch ein eigenes Studio, welches für Aufnahmen, aber auch Livestreams genutzt werden kann. Es bietet auch die Möglichkeit, mit dem entsprechenden Licht auch Fotos anzufertigen. Und hier aus diesem Studio senden wir, das ist mein Team, was ich gleich noch vorstellen werde, und ich live. Schon mal vielen Dank für die ganzen Zuschauer, die hier im Moment dabei sind beim Livestream. Wir wollen heute Ihnen die Deutschlandtour, wie sie durch Breisach führt, mal zeigen. Dieses Wochenende wäre ja Weinfest gewesen. Ein geeignetes Fest, um der Deutschlandtour, dieser Radtour, der internationalen Radtour in Deutschland, eine entsprechende Umgebung zu bieten. Sicher wären viele, viele Weinfestgänger vorher an den Straßen gestanden, hätten zugejubelt und wären dann auf das Weinfest gegangen. Das Weinfest fällt aus, aber die Deutschlandtour, die findet statt. Und für alle, die heute beim Weinfest nicht dabei sein, alle, die nicht draußen sind, die ja vielleicht auch nicht angereist sind, weil das Weinfest ist ja immer so ein Datum, das dort die Leute hier nach Breisach führt. Für die machen wir den Livestream hier von der Deutschlandtour in Breisach. Wir haben 3 Kamerastandorte für euch ausgesucht. Der erste Kamerastandort ist der an der Kupfertorstraße. Da schalten wir mal eben schnell hin. Da steht unser Kollege, der Tim Leonhardt. Das ist an dem Kreisverkehr beim Wartnerbauer. Die Breisacher werden das erkennen. Dort kommt der Tross ja von Vogtsburg rein, über die Burgheimer Landstraße, über die Kupfertorstraße und dann an der Kamera vorbei in die Breisacher Innenstadt. Da kommen auch schon die ersten Fahrzeuge mit Reservefahrrädern. Ich stelle euch noch schnell die anderen beiden Standorte vor. Der Tross verlässt Breisach dann in der Iringer Landstraße, da fährt gerade die Polizei vorbei. Hier an der Iringer Landstraße befindet sich auch das Studio. An der Kamera steht Gerd Oligschläger und der Kollege Gerd Oligschläger und ein Kollege von ihm. So, und als Highlight haben wir keine Kosten und Mühen gescheut. Und zwar finden wir hier die Luftaufnahmen. Da an der Kamera sitzt der Jonas Vogel, nicht selbst oben, nein, er steuert es natürlich von unten und bietet uns hier gerade einen super Blick über die Stadt Breisach, durch die diese Deutschlandtour geht. Das Rennen geht ja weiter. So, Jonas, ich schalte dich wieder. Da sind wir wieder. Ich muss den Kollegen immer so ein bisschen Hinweise geben. Bitte entschuldigt das, weil ich hier sowohl die Regie als auch die Moderation mache und die Kollegen draußen dann auch wissen müssen, wann sind sie denn im Bild und wann sind sie nicht im Bild. Jetzt bin ich wieder da in meiner ganzen Schönheit. Naja, okay. Also, die Tour geht ja durch Breisach durch, verlässt Breisach an der Iringer Landstraße, biegt dann nach Hochstetten ab und über Gündlingen, Niederrimsingen, Oberrimsingen dann aus der Gemarkung Breisach heraus. Ich gucke gerade nach den Bildern. Noch sehe ich, dass die Straßen alle leer sind. Deshalb so ein bisschen das Signal, was uns erwarten wird. Das Hauptfeld, auch Peloton genannt, wird in etwa so 15.12 Uhr, 15.15 Uhr Breisach betreten und Breisach einfahren. Und dann geht das relativ schnell. Die fahren mit 30 bis zu 40 und noch mehr Stundenkilometer. Und die sind innerhalb von 10 Minuten, 15 Minuten sind durch die Stadt durch. Sobald wir entsprechende erste Fahrer sehen, werden wir natürlich gleich an unseren ersten Punkt, an den Kreisverkehr im Neuen Weg, schalten. Noch sehe ich dort kein Bild. Der Veranstalter rechnet hier für diese 3. Etappe von 4 mit 100.000 Zuschauern.
Natürlich sind die 100.000 nicht in Breisach. Die Mehrheit wird sich beim Start in Freiburg als auch beim Ziel auf dem Schauinsland verteilen. Aber auch hier in Breisach haben sich die ein oder anderen Zuschauer an dem Straßenrand dann doch schon platziert, um dem Feld von 20 Mannschaften und 120 fahrenden Teilnehmern zuzujubeln. Denn sowas erlebt man natürlich auch nicht aller Tage. So ein Rennen von internationalem Couleur durch Breisach geführt zu bekommen. Bereits zu Beginn der Woche haben wurden Schilder auf den Straßen platziert, Parkverbotsschilder. Seit Montag sind die ersten aufgestellt worden. Kleine Anekdote, selbst an Orten, wo ich lebe seit 22 Jahren hier in Breisach, noch nie parkende Autos gesehen habe, denn in der Hafenstraße am Lernschutzwall stehen Parkverbotsschilder und da hat noch nie in 20 Jahren jemand geparkt. Aber gut, der Sicherheit sei es geschuldet. Ja, und somit haben wir dann auch überall die entsprechenden Parkverbotsschilder. In der Stadt wurden übrigens die parkenden Teilnehmer hingewiesen über Flugzettel, die an den Wischerblättern an der Windschutzscheibe klebten und dort auf den Parkverbot hingewiesen wurden. Denn die Tour geht ja hier vom neuen Weg kommend in die Stadt hinein, über den Gutgesellentorplatz, über den Marktplatz, biegt dann entgegen der Einbahnstraße, aber Fahrräder dürfen das ja, in die Rheinstraße ein, fährt dann über den Neutorplatz an der Sparkasse vorbei, über die nächsten beiden Kreisverkehre und biegt dann in die Ehringer Landstraße ein, wo wir die Kamera dann auch hier aufgestellt haben und hoffentlich den ein oder anderen Fahrer erhaschen. Ich sehe, dass immer mehr Polizei vor Huten hier die Straßen befahren. Das heißt, es kommt immer mehr Polizei. Ja. Und der Stream läuft nicht? Doch, der Stream läuft. Ja. Doch, der Kollege sagt gerade, dass der Stream nicht laufen würde. Das ist aber nicht der Fall. Der läuft einwandfrei, sehr gut. Perfekt, ich bin sehr zufrieden und wir haben auch 25 Zuschauer. Erstmal vielen Dank für die Zuschauer, die der Idee gefolgt sind, sich hier so ein bisschen mal die Straßen vor die Haustür zu holen. Das ist natürlich hier dann auch vielen Dank schon mal dafür, für die Mike Bock Film und das Studio Breisach hier auch entsprechend honorieren, die hier uns zuschauen und gucken, was denn hier uns so erwartet. Wir gucken noch mal an den Kreisverkehr in Breisach. Da stehen schon links und rechts die Zuschauer und warten ganz gespannt. Auch ich bin mal gespannt, wie sich das denn hier darstellt, wenn die Fahrräder da wirklich mit ihren 30 Stundenkilometer um den Kreisverkehr fahren. Fahren sie links und rechts oder fahren sie nur rechts rum? Dem Verkehr entsprechend. Ich glaube schon, dass auch diese Fahrradfahrer sich der entsprechenden Verkehrsregelung, dem Rechtsfahrgebot hier in Deutschland dann doch unterwerfen. Davon gehe ich zumindest mal aus. Vielleicht noch ein bisschen zur Geschichte von der Deutschlandtour. Die Deutschlandtour fand das erste Mal 1911 statt. Da hieß sie Quer durch Deutschland. Von Anfang an war die Deutschlandtour aber immer geprägt von Unterbrechungen. Ja, denn auch erst 11 Jahre später, 1922, fand dann die zweite Tour statt. Immer wieder unterbrochen, nicht nur durch den Zweiten Weltkrieg, findet die Deutschlandtour in der jetzigen Form und auch mit ihrem jetzigen Namen seit 1999 statt. Auch in der Zwischenzeit gab es immer wieder Unterbrechungen, sei es, dass es keine Sponsoren gab, sei es, dass es keinen Ausrichter gab oder sei es, dass einfach aus welchen Gründen auch immer die Tour nicht stattgefunden hat. In den 70ern gab es einen Sponsor, die Africola, und somit bekam dann auch die Tour, die Africola Tour Deutschland zu der damaligen Zeit, ich glaube so von 71 bis 73 fand sie dann dort statt.
Davor übrigens in den 30er Jahren hieß sie dann Opel Tour, weil der damalige Opel-Konzern der Sponsor war. Ja, und zwischendrin gab es immer wieder Unterbrechungen. So, seit 2008 bis 2018 gab es auch entsprechende Unterbrechungen, und seit 2018 findet die Tour entsprechend statt. Ja, jetzt begrüße ich auch die hinzugekommenen Zuschauer im Livestream. Wir berichten seit gut 10 Minuten von der Deutschlandtour in Breisach und übertragen live mit 3 Kameras hier das Geschehen. Wir stehen einmal am Kreisverkehr im Neuen Weg, dort beim Wagnerbauer, von Burgheim kommend über die Burgheimer Landstraße und die Kupfertorstraße kommt der Tross hier entlang. Dann geht es weiter über die Gutgesellentorplatz und den Marktplatz an der Rheinstraße entlang und dort dann am Neutorplatz vorbei, an der Sparkasse vorbei. Und dort biegen sie dann in die Iringer Landstraße ein, und in ihrer Langstraße, dort kommt der Tross hier am Studio Breisach vorbei. Ich darf mich noch mal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Mike Bock. Ich bin Inhaber der Mike Bock Film und des Studio Breisach und darf mit meinem Team hier für Sie das Live-Bild, die Live-Übertragung aus Breisach organisieren und durchführen. Schon mal vielen Dank für alle Zuschauer. Die ersten Fahrzeuge sind übrigens schon durch, die ersten Polizeifahrzeuge sind durch. Es ist bereits ein Fahrzeug mit Ersatzfahrrädern vorweggefahren. Ja, vielleicht wollen die noch irgendwas aufsammeln von der vorherigen Tour. Ja, zuletzt ging ja durch Breisach die Tour de France, aber das ist auch schon etliche Jahre her. Na gut, dann immer wieder Polizei. Es fuhr jetzt zuletzt ein entsprechender Lautsprecherwagen durch die Straßen und hat die Leute aufgefordert, dann auch entsprechend Platz zu machen. Als drittes liefern wir ein entsprechendes Bild. Da haben wir weder Kosten und Mühen gescheut. Da ist der Jonas Vogel an der Kamera. Er sitzt nicht drin, nein, aber er steuert die Drohne und beliefert uns da bestimmt ganz spektakuläre Bilder von Breisach und der Durchfahrt des Trosses. Das Hauptfeld, das sogenannte Peloton, wird um 15.13 Uhr hier erwartet. Das ist jetzt gewesen. Die verzögern sich also ein bisschen. Das bedeutet also, in hier nochmal die Iringer Landstraße. Wir schalten nochmal zurück zum Kreisverkehr. Ja, da kommen Sie als allererstes vorbei. Ja, das scheint also, in Freiburg sind Sie nicht pünktlich weggefahren. Diese dritte Etappe ist die kürzeste Etappe mit ungefähr 150 Kilometern. Und morgen kommt die Abschlussetappe. Diese führt ja von Schiltach nach Stuttgart. Gestartet ist das Ganze am Mittwoch mit einem sogenannten Prolog, einem Zeitfahren über die kleinste Strecke von 2,7 Kilometer. Und das Zeitfahren fand am Mittwoch in Weimar statt. Am Donnerstag dann ging es von Weimar nach Meiningen und am Freitag, am gestrigen Tag, ging die zweite Etappe von Meiningen ins hessische Marburg. Dann wurde alles verfrachtet auf Lkw und Busse und heute Mittag ist der Tross in Freiburg zur dritten Etappe gestartet und wie gesagt, morgen ist die letzte Etappe. Noch sehen wir nicht viel. Viele Zuschauer am Straßenrand, die sich dann doch eingefunden haben. Dieser Kreisverkehr ist schon ein guter Ort, um mit genug Platz und genug Weitsicht in die Straßen hinein. Man kann also toll in die Kupfertorstraße hineinschauen und in der anderen Richtung, Richtung Gutgesellentorplatz, viel von dem Tross auch lange sehen. Und wir haben natürlich auch uns diesen Platz gewählt, um für Sie die Übertragung durchzuführen.
Der zweite Ort findet ja hier oder ist hier in Breisach in der Iringer Landstraße. Hier befindet sich auch das Studio Breisach. Und von hier aus übertragen wir live. Der Drohnenpilot befindet sich hier auch, einfach aus der technischen Einfachheit halber. Die Anbindung über diesen Kreisverkehr findet per Funk statt, über LTE, wird hier direkt live ins Studio gestreamt. Und ich sehe hier im Studio die entsprechenden Bilder vor mir. Deshalb gucke ich auch manchmal von Ihnen weggewandt nach unten, weil ich sehe hier das Signal der drei Kollegen, die hier mir das Signal bieten. Und ja, dann geht der Stream zu Ihnen nach Hause. Vielleicht noch ein bisschen was zur Historie. Das hatte ich vorhin, glaube ich, schon erzählt, wer nicht dazugekommen ist. Die Tour gibt es seit 2011. Immer wieder unterbrochen. Manchmal hatte sie hatte immer wieder unterschiedliche Namen auch, teilweise auch Namen der Sponsoren, da sei nur Opel, dann war es die Opel Tour Deutschland und einmal Africola, da war es die Africola Tour Deutschland. Ja. Zwischendrin war sie immer wieder unterbrochen, weil es keine Sponsoren gab, keine Ausrichter gab oder einfach die Zeit, Doping lässt grüßen, die Zeit dann es einfach nicht möglich machte, eine Tour spannend und interessant für Teilnehmer wie Zuschauer auszurichten. So, wenn einer entgegen der Fahrtrichtung den Kreisverkehr durchfährt, dann ist es die Polizei, wie wir jetzt gerade alle sehen, hier am Kreisverkehr. Ich gehe dann also davon auch aus, dass die Fahrer dann auch ja, links rum und nicht rechts rum fahren. Jetzt scheint es aber auch wirklich langsam zu kommen, der Tross. Ja, der Tross besteht übrigens aus 120 Fahrern aus 20 Mannschaften. Es sind Mannschaften, die wir von der Tour de France kennen. Es sind aber auch Mannschaften, die nur für die Tour in Deutschland sich aufgestellt haben. Es ist eine internationale Tour. Sie ist Bestandteil, inzwischen fester Bestandteil seit 2018 des internationalen Tourkalenders des Radrennsportes. Und ja, Bedarf auch oder die Beliebtheit diesbezüglich ist auch sehr gut. Aha, jetzt kommen die ersten Fahrzeuge, die ersten Vorhutfahrzeuge, die fahren rechtskonform durch den Kreisverkehr. Okay, es wird übrigens nochmal einen Verkehrsbruch geben für die Fahrzeuge, für die Fahrräder übrigens nicht, aber für die PKWs, denn in der Rheintorstraße, die ja eine Einbahnstraße stadteinwärts ist, fahren natürlich die Fahrzeuge auch entgegen, denn sie fahren ja durch die Rheinstraße und fahren dann durch die Rheinstraße Richtung Neutorplatz und da auch entgegen der Fahrtrichtung. Ja, es wird kräftig gehupt. Das Wetter spielt auch mit. Das war ja auch so ein Thema, wo wir gesagt haben, Mensch, wird es was werden? Wird es regnen? Aber ja, sagt unser Bürgermeister Oliver Rhein immer, der Gott ist ein Breisacher, ja, das heißt also, wenn die Breisacher feiern oder in Breisach ein großes Event ist, dann, ja, und da kommen schon die ersten Fahrer, Mensch, Skinners, das geht ja ruckzuck, das führende Team, ich kann es nicht erkennen, was es ist, fährt vorbei, wir bleiben hier und sehen dann auch relativ schnell, wie schnell die durch Breisach hindurch rauschen, ja, lange kommt jetzt nichts. Es waren so ungefähr 5-6 Fahrer, wie ich gesehen habe, betreut von Motorrädern und einem technischen Fahrzeug. Und jetzt kommt erstmal lange, lange nichts. Das Hauptfeld, ja, das entscheidet sich ja meistens erst im Ziel. Ja, wer so ein bisschen Fahrrad fährt, im Ziel kommen dann die Favoriten raus, die jetzt im Moment innerhalb ihres Trosses, innerhalb ihrer Mannschaft im Windschatten fahren, um einfach auch Energie zu sparen, um auch erst später die volle Kraft auch anbieten zu können, wenn es dann auch in den Schauinsland hochgeht. Und im Schauinsland ist ja diese Bergetappe. Apropos Bergetappe, Sie haben übrigens eine Bergetappe schon hinter sich, denn Sie sind die Fahrer sind durch den Texas Pass gefahren. Ja? Im Texas Pass
Dort war ja auch schon viele Schlangenlinien und man kennt den. Also wer den Breisacher, wer den Texas Pass in Vogtsburg kennt, ja, und den schon mal mit dem Fahrrad gefahren ist, ja, der weiß, was das bedeutet. In der Ebene fahren die ja zwischen 30, 40 und noch mehr Stundenkilometer. Und die ersten Fahrer, vielleicht waren das gar nicht die Führenden, sondern irgendwelche Fahrer, die die Strecke frei machen, um die Zuschauer anzuteasern. Ja, sagen, Mensch, hier kommen Fahrräder, ja, jetzt jubeln wir mal. Jetzt kommen wieder Motorräder. Ja. Und scheint mir jetzt hier so gewesen zu sein, dass die ersten Fahrer die Anheizer waren, so sage ich es jetzt mal. Ja. Und die Anheizer haben das Publikum jetzt ganz gespannt in Richtung der kommenden Straße, der Straße herauf zum Kupfertorplatz schauen lassen. Aber es kommt nichts. Jetzt warten wir einfach und genießen das schöne Wetter am Kreisverkehr. Ja, schalten hier nochmal in die Iringer Landstraße um. Straße, so. Die Straßen sind inzwischen gesperrt. Kein Verkehr. Man kennt das so gar nicht. Ja, vielleicht aus irgendwelchen Corona-Zeiten. Ja, zuletzt. Klar, der gesamte Strecke ist gesperrt. Und wird dann natürlich wieder freigegeben, wenn der letzte Fahrer oder das Abschlussfahrzeug dann auch durch ist. Übrigens gibt es auch Streckenposten oder Absperrungen im Bereich Breisach. Und zwar sind die von den Vereinen in Breisach gestellt. Der Veranstalter hat bei der Stadt Breisach beim Bürgermeister Rhein angefragt, wer hier unterstützen kann, wer einfach die Leute davon abhält, auf die Straße zu gehen, wer die Leute davon abhält, über die Straße zu fahren oder die Straße zu nutzen während der Absperrung. Und die Gemeinde ist dann an den Herrn Fuß von dem Interessengemeinschaft Breisacher Vereine gegangen und der wiederum hat einen Aufruf gestartet. Und so sind immer abschnittsweise Vereine vertreten. Ich persönlich weiß es vom Algerio. Das Algerio ist als allererstes dran in der Einbiegung von der L114 in die Hafenstraße bis zur Burgheimer Landstraße steht das Team vom Algerio und dem anschließend dann weitere Teams von den Breisacher Vereinen. Ich bin mir sicher, in der heutigen Zeit, wo es ja weniger Feste gibt, dass die Vereinskassen entsprechend auch monetär unterstützt werden für diese Leistungen. Ja, also Absperrungen in Breisach sind durchaus zu organisieren. Man kann Absperrungen liefern und ja, wenn man die Vereine fragt, dann sind sie bestimmt bereit zur Aufrechterhaltung der Gemeinschaft und zur Aufrechterhaltung des kulturellen Lebens in Breisach und Vereine sind kulturelles Leben auch beizutragen in der Form, dass sie auch Absperrungen machen. Ja, wir warten immer noch auf den großen Tross, der hier doch hoffentlich auch bald mal vorbeikommt. Wir sind also jetzt dem Zeitplan gute 20 Minuten hinterher. Und ja, in der frischen Zwischenzeit bleiben wir mal auf dem Bild vom Kreisverkehr. Und wundern Sie sich nicht, ich hole mir jetzt was zu trinken, denn durch das viele Sprechen wird meine Stimme so langsam trocken. Jetzt kommen sie, wunderbar. Ja, wir sehen ja die ganze Zeit. Also jetzt hier kommt das eigentliche Feld. Ja, mit gemütlichen 30, 35 Stundenkilometern würde ich jetzt so schätzen. Ja, und wir sehen wunderbar das Bild. Wie der Tross dann doch recht geschlossen, ja, recht geschlossen hier vorbeizieht, durch die Stadt zieht. Ja, und jetzt wäre es natürlich super, wenn wir dann ein paar Luftaufnahmen, die Drohne startet. Und jetzt nehmen wir doch mal den Flug der Drohne mit, wie sie im Moment die Bilder einfängt und der Tross hoffentlich da hinten um die Ecke kommt. Ja. Und dann entsprechend
die Tour ein. Da sind schon das erste Motorrad, was wir vorhin gesehen haben, was dem ganzen Tross vorbeifährt. Und da hinten um die Ecke, am Baum vorbei, hinten rechts, ziemlich in der Mitte des Bildes, sollten die Fahrer dann auch hier vorbei geschossen kommen. Ja, wir gehen noch mal ganz kurz an die, an den Kreisverkehr. Ja, da sind die ganzen Fahrzeuge, Notarztwagen fährt hinterher, Krankenwagen fährt hinterher, ja, und die Polizeieskorte fährt hinterher. Und ja, schon sind sie im Grunde durch. Jetzt gehen wir noch mal in die Luft, gucken, was wir da so sehen, ob da schon jemand um die Ecke schießt. Oh, da sind sie ja schon, Mensch, da sind sie ja schon. Da hinten kommt der Tross und wie schnell geschossen. Da ist er, wunderbar. Jetzt gucken wir noch mal ganz an die Straße. Und das ist ja gemütlich, wie sie hier langfahren. Gemütlich, wie ich das sehe hier. Und unglaublich, was man da sieht. Ich hätte es mir wesentlich schneller vorgestellt. Wobei auf so einer langen Straße ist natürlich das Fahren, das schnelle Fahren wesentlich anders zu sehen. Wir nehmen noch mal die Luft mit. Ja, schöne Luftaufnahmen hier, die wir hier haben. Ganz toll. Und sehen, wie schnell innerhalb von wenigen Minuten die Fahrer hier jetzt Richtung Hochstetten, wir bleiben auf der Luftkamera, Richtung Hochstetten fahren. Sie fahren dort hinten um die Ecke gleich unter die Landstraße, unter der Landstraße durch. Und die Abbiegung, die man da hinten sieht, da fahren sie dann Richtung Hochstetten, fahren dann durch Hochstetten durch. Dann geht die Fahrt weiter nach Gündlingen, nach Niederrimsingen und nach Oberrimsingen. Und dort verlassen sie wieder die Gemarkung der Stadt Breisach, der Europastadt Breisach am Rhein. Also wirklich gemütlich, wie wir sehen, wie sie da langfahren. Ja, wir schalten noch mal kurz auf die Straße hier vor uns. Da wird gehupt, da wird, ja, da ist auch der Notarztwagen und gleich kommen noch mal die Polizei zu sehen, der Polizeitross. Ja, und siehe da, das war es dann auch schon fast gewesen. Ja, wir verabschieden uns mit den Luftbildern über Breisach. Ich bedanke mich für Ihr Zusehen. Ich hoffe, dass es ein bisschen Spaß gemacht hat, ein bisschen Geschehen in Breisach, ein bisschen Action in Breisach Ihnen nahegebracht hat. Ich möchte mich hier auch im Namen meines Teams, das ist der Tim, das ist der Gerd, das ist der Kollege vom Gerd, der kurzfristig mit eingesprungen ist, und es ist der Jonas und meiner Wenigkeit, die Ihnen hoffentlich ein bisschen das Geschehen in Breisach näher gebracht haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, wenn Ihnen dieses Format gefallen hat, so hinterlassen Sie es in den sozialen Medien von der Mike Bock Film und Studio Breisach. Ich bin auf Instagram, wir sind auf Instagram, auf YouTube zu sehen. Sie finden uns auch bei LinkedIn. Hinterlassen Sie Nachrichten, kontaktieren Sie uns, kontaktieren Sie mich. Auf der Webseite finden Sie auch alle Telefonnummern, WhatsApp und Handynummern. Lassen Sie auf dem YouTube-Kanal gerne einen Like da. Und schauen Sie auch in meinem Vimeo-Kanal nach. Da sind wesentlich mehr Bilder und Videos von meinen Produktionen, von unseren Produktionen zu sehen. Ich bedanke mich nochmal für das Zusehen und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag und ein schönes Wochenende. Tschüss!